Du bist schön. Bist du schön? Bin ich schön? Ich bin schön. Ist sie schön? Sie ist schön. Du bist achtsam. Du bist aggressiv. Du bist alt. Du bist älter. Du bist älter als Ali. Du bist jetzt alt genug. Du bist jetzt sicher. Du bist anders. Du bist animalisch. Du bist arrogant. Du bist athletisch. Du bist attraktiv. Du bist auch sehr hübsch. Du bist auf jeden Fall hübscher als Julia. Du bist Anfänger. Du bist Anfänger, aber du lernst schnell. Ich bin Anfänger, aber ich lerne schnell. Du bist aus Berlin und wohnst in Stuttgart. Du bist außergewöhnlich. Du bist äußerst wertvoll und wunderschön. Äußerst. Du bist beharrlich. Du bist bei mir, oder? Du bist beides niedlich und nett. Du bist beides sehr hübsch und attraktiv. Du bist berühmt. Du bist beschäftigt, nicht wahr? Du bist bescheiden. Du bist besorgt. Bist du auch dabei? Bist du beschäftigt? Bist du betrunken oder was? Bist du beweglich? Bist du dafür oder dagegen? Bist du dumm? Bist du fertig? Bist du frei? Bist du heute Abend frei? Bist du fröhlich? Bist du hungrig? Bist du satt? Bist du im Krankenhaus? Bist du in Ordnung? Bist du interessiert? Bist du irre? Bist du jetzt zufrieden? Bist du mit ihm noch zufrieden? Bist du mir böse? Bist du mit ihm verwandt? Bist du müde? Bist du noch am Apparat? Bist du sicher? Bist du taub? Bist du verheiratet? Bist du verletzt? Bist du verrückt? Bist du versichert? Ich bin ab. Du bist ab. Ich bin aus. Du bist aus. Ich bin da. Du bist da. Ich bin bald fertig. Ich bin bald zurück. Du bist bald zurück. Ich bin beunruhigt. Du bist beunruhigt. Er ist beunruhigt. Er ist alleinerziehend. Er ist allergisch gegen Milchprodukte. Er ist anderer Meinung.
Bist du anderer Meinung? Ich bin anderer Meinung. Ich bin dein Freund. Bin ich nicht dein Freund? Bin ich so früh? Der Staat bin ich. Hier bin ich. Ich bin ich. Ich bin heute müde. Heute bin ich müde. Müde bin ich heute. Er ist arbeitslos. Er ist bescheuert. Bist du bescheuert? Bescheuert. Er ist deprimiert. Ich bin deprimiert. Deprimiert. Sie ist meine Großmutter mütterlicherseits. Sie ist meine Großmutter väterlicherseits. Sie ist 20 Jahre alt. Sie ist 20 Jahre älter als ich. Sie ist ein Jahr jünger als ich. Sie ist eine Deutsche. Er ist deutsch. Sie ist nicht da. Sie ist nicht zu Hause. Sie ist sehr wählerisch. Wir sind das Volk. Wir sind gleich alt. Wir sind verwandt. Wir sind nahe verwandt. Wir sind nicht verwandt. Ich bin dabei. Ist er dabei? Bist du dabei? Ich bin dafür. Ich bin dafür zu gehen. Ich bin dagegen. Bist du dagegen? Ich bin damit zufrieden. Bist du damit zufrieden? Ich bin, wie ich bin. Du bist, wie du bist. Er ist, wie er ist. Wir sind, wie wir sind. Ihr seid, wie ihr seid. Du bist besser als ein Muttersprachler. Der Muttersprachler. Du bist besser als ein Muttersprachler. Der Muttersprachler. Du bist besser als ich. Bist du besser als ich? Ich bin besser als du. Aber du bist besser als alle. Du bist besser in Form als ich. Bist du besser in Form als ich? Ich bin besser in Form als du. Du bist besser als du denkst. Ich bin besser als du denkst. Du bist besser als ich denke. Ich bin besser als ich denke. Bist du besser als du denkst? Bin ich besser als du denkst? Bist du besser als ich denke? Bin ich besser als ich denke? Du bist bildhübsch. Du bist blau. Du bist blind. Du bist blind vor Liebe. Du bist bloß 3 Jahre älter als ich. Du bist bloß ein Schüler. Bloß. Du bist brav, oder? Ich bin brav. Brav. Du sollst brav sein. Du bist für all das schuld. Du bist wirklich schrecklich. Du bist alles für mich. Du bist anders. Du bist echt süß. Du bist ein Engel. Du bist ein Esel. Du bist ein Genie. Du bist ein Pechvogel. Du bist eine wunderschöne Frau. Du bist manchmal so ein Ekel. Du bist mein Herz. Du bist mein Stolz.
Du bist meine Geliebte. Du bist mir wichtig. Du bist nett. Du bist kein Alleskönner. Der Alleskönner. Der Könner. Du bist kein Baby mehr. Du bist kein Feigling. Du bist kein großer Fan von Museumsbesuchen, oder? Du bist kein guter Lehrer. Du bist kein guter Redner. Du bist kein Idiot. Du bist kein Mann. Du bist kein Mechaniker, oder? Du bist kein Medizinmann. Du bist kein Mensch, dem man vertrauen kann. Du bist kein Morgenmensch, oder? Der Morgenmensch. Du bist kein Schwachkopf, du bist nur anders. Du bist kein Student hier, oder? Du bist kein Verlierer. Du bist keine 30. Du bist keine, die ihm auffallen würde. Auffallen. Bist du noch beschäftigt? Bist du noch böse? Bist du noch immer böse auf Ali? Bist du noch immer in Stuttgart? Bist du noch da? Bist du noch da, wenn ich wiederkomme? Bist du noch eifersüchtig? Bist du noch hungrig? Bist du noch im Bett? Bist du noch im Büro? Bist du noch immer auf der Suche nach Beschäftigung? Bist du noch immer daran interessiert, Deutsch sprechen zu lernen? Bist du noch immer in Ali verliebt? Bist du noch mit ihnen befreundet? Bist du noch immer mit Ahmed befreundet? Bist du noch immer müde? Bist du noch immer Alis Freundin? Bist du noch immer verärgert? Bist du noch in der Schule? Bist du noch interessiert? Bist du noch verheiratet? Bist du noch mit Ali verheiratet? Bist du noch Alis Frau? Bist du noch mit Ali zusammen? Bist du noch nicht angezogen? Bist du noch nicht fertig? Bist du noch auf? Bist du noch wach, Schatz? Bist du noch wach? Musst du morgen denn nicht auch früh raus? Bist du noch zu Hause? Sind sie noch hier? Sind sie noch immer Ahmeds Rechtsanwalt? Sind sie noch verärgert über das, was passiert ist? Sind sie ledig? Sind sie nervös? Sind sie satt? Sind sie sicher? Sind sie vergesslich? Sind sie verheiratet? Sind sie verwitwet? Sind sie zuckerkrank? Sind sie immer noch alleine? Bist du immer noch zufrieden mit deinem neuen Auto? Bist du immer alleine? Bist du immer so arrogant? Bist du immer so beschäftigt? Bist du immer so pessimistisch? Bist du immer deiner Religion trau? Du bist alles für mich. Du bist allein, nicht wahr? Du bist alt genug, das zu wissen. Du bist alt genug, um es besser zu wissen. Du bist alt genug, um auf deinen eigenen Füßen zu stehen.
Du bist alt genug, um das zu verstehen. Du bist alt genug, um deinen eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Dein Lebensunterhalt. Du bist alt genug, um etwas zu tun. Du bist alt genug, um für dich selbst zu sorgen. Du bist alt genug, um zu wissen, dass man so nicht handelt. Du bist an deinem Ziel angelangt. Bist du an deinem Ziel angelangt? Sind Sie an Ihrem Ziel angelangt? Ich bin an meinem Ziel angelangt. Du bist an der Reihe. Ich bin an der Reihe. Er ist an der Reihe. Bist du an der Reihe abzuspülen? Du bist dran. Ich bin dran. Ich war gestern dran. Du bist an der Reihe zu würfeln. Du bist an der Reihe, die Frage zu beantworten. Du bist an der Reihe, für das Mittagessen zu bezahlen. Du bist an der Reihe, mir ein Geheimnis zu verraten. Verraten. Du bist an der richtigen Stelle. Bist du an der richtigen Stelle? Bin ich an der richtigen Stelle? Ich bin an der richtigen Stelle. Du bist an einem sicheren Ort. Du bist an meiner Seite, jetzt ist alles gut. Du bist an mir vorbeigelaufen, ohne mich zu bemerken. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ich bin das Beste, was dir je passiert ist. Du bist das fünfte Rad am Wagen. Du bist das Mädchen meiner Träume. Das ist der Beruf meiner Träume. Das ist mein Traumberuf. Du bist der ärmste Mann der Welt. Du bist der klügste Mann der Welt. Du bist der dümmste Mann der Welt. Du bist der schlimmste Mann in Deutschland. Du bist der Beste. Du bist der beste Mann der Welt. Du bist der beste Bruder auf der ganzen Welt. Du bist der beste Papa auf der ganzen Welt. Du bist der beste Papa aller Zeiten. Du bist der beste Sänger, den ich kenne. Du bist der beste Mann für den Job. Ich bin der beste Mann für den Job. Du bist ab jetzt die Einzige für mich. Du bist absolut nicht das, was ich erwartet habe. Du bist 8 Zentimeter größer als ich. Du bist all mein Glück dieser Erde. Du bist alles, was mir in der Welt lieb ist. Du bist aber auch stur. Du bist aber faul. Du bist aber wirklich keine Hilfe. Also, was ist dein Problem? Also, was ist dein Vorschlag? Also, was ist deine Entscheidung? Also, was ist deine Meinung? Also, was ist los? Also, was machen wir jetzt? Also, was möchtest du morgen machen? Also, was sagst du dazu? Also, was soll ich machen? Also, wo hast du das her? Also, worauf wartest du? Also, verstehst du es? Also, kommst du? Wann ist Besuchszeit? Wann ist das Abendessen fertig? Wann ist das geschehen? Geschehen. Wann ist das passiert? Wann ist das Treffen? Wann ist dein Geburtstag?
Wann ist dein Termin? Wann ist deine Prüfung? Wann ist deine Schicht? Wann ist der große Tag? Wann ist der nächste Vollmond? Wann ist der Unfall passiert? Wann ist der Unterricht vorbei? Wann ist die Apokalypse? Wann ist die beste Zeit, seinen Hund zu füttern? Wann ist die Hochzeit? Wann ist die Party?